Ja, danke. Also ich arbeite jetzt am Deutschen Schifffahrtsmuseum auch schon eine Weile, aber die Forschung, die ich Ihnen heute vorstellen würde, ist größtenteils an der Universität Göttingen entstanden, im Institut für historische Landesforschung. Angela Wang, die heutzutage nicht hier sein konnte, ist von der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums. Und diese zwei Institute waren konzipierend für das Viabundus-Projekt, worüber ich heute erzählen will. Also da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Institute und ganz viele Mitarbeitenden, die ich jetzt nicht aufgelistet habe, aber die auch natürlich sehr viel Daten zur Verfügung und aufbereitet haben. Wir haben gerade schon was gehört über die Bedeutung für Mobilität im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. Im Viabundus-Projekt beschäftigen wir uns mit so ähnlichen Themen, allerdings mit einer Region, wo die Infrastruktur schon ein bisschen weiter ausgebaut war als auf den Philippinen im 16. und 17. Jahrhundert. Und das ist halt Nordeuropa im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. Und das Viabundus-Projekt ist eine digitale Straßenkarte, so man will, und Datensatz, womit man solche Fragestellungen von Mobilität angehen kann. Da das Projekt eigentlich aus einer wirtschaftshistorischen Perspektive entstanden ist, da gibt es nicht nur die Straßenverläufe und die wichtigen Knoten im Netzwerk zu betrachten, aber es gibt auch entlang der Straße einige Institutionen, die einen großen Einfluss haben auf die Transportkosten, Transaktionskosten, die mit dem Handel verbunden sind und auch deswegen eine verkehrslenkende Funktion haben. Da werde ich mich in diesem der Präsentation darauf fokussieren. Das sind Jahrmärkte, Stapelmärkte und Zollstellen. Und davon gibt es eigentlich eine ganz große Menge. Und der Wunsch, das irgendwie vollständig zu kartieren, besteht schon länger, war aber bisher auf großflächig unmöglich, weil halt die Daten dafür fehlten und auch so vielen unterschiedlichen Quellen zusammengetragen werden müssen. Und jetzt mit unserem Datensatz ist das jedenfalls am Ansatz erstmal möglich. Ich habe hier beispielsweise ein Zitat von Ulf Dirmayer aus 1987 dargestellt, wo er schon schreibt: Die einigermaßen vollständige Kartierung aller Zoll- und Stapelverleihungen ab dem ausgehenden 12. Jahrhundert würde ein optisch eindrucksvolles Bild geben von der fortschreitenden Verdichtung des Netzes potenziell handelshemmende Einrichtungen. Genau, und das haben wir jetzt versucht mit unseren Daten. Kurz zum Struktur. Ich werde erst eigentlich, genau wie Herr Sosa Meyer, eine ähnliche Struktur, erstmal theoretische Grundlagen, dann Daten und Quellen und am Ende die Analyse. Also ganz kurz zu diesen Institutionen. Also die meisten von Ihnen werden wohl wissen, was das sind. Aber Jahrmärkte, halt Märkte, die einmal oder mehrere Mal im Jahr zu bestimmten Zeiten in bestimmten Orten abgehalten werden, werden seit jeher in der Forschung eher positiv gesehen als sozusagen Vorläufer des freien Handels, weil es halt in einer Zeit, wo Kommunikation und Informationsaustausch immer ziemlich kompliziert war, den Handel, den Fernhandel an einem Ort, an einer Zeit konzentrierte und deswegen einen großen Vorrang für Austausch über längere Distanzen schafften. Und damit einhergeht also so die Theorie einer Reduktion der Transaktionskosten, weil halt Informationsaustausch einfacher wird. Es gibt bestimmte rechtliche Voraussetzungen, Schutz für Fernkaufleute und so weiter. Dabei wird sehr lange in der Forschung vor allem auf die ganz großen internationalen Messen fokussiert, wie zum Beispiel Frankfurt am Main und Leipzig oder in früherer Zeit die Champagnermessen.
Es gibt neben diese großen internationalen Messen noch eine ganze Reihe von kleineren Jahrmärkten, die im internationalen Handel eher unbedeutend sind für den lokalen und regionalen Verteilung von Handelswaren, aber sehr wichtig waren. Diese werden aber in der Forschung bisher sehr nicht so gut abgedeckt. Im Gegensatz zu Jahrmärkten werden Stapelmärkte meistens eher negativ gesehen als Hemmnis des freien Handels, weil es halt mit einem bestimmten Zwang einherging. Also es gibt zum Beispiel Straßenzwang, dass man den Stapelmarkt nicht umgehen darf als Kaufmann. Es gibt Umschlagszwang, also dass man den Diensten von lokalen Transportunternehmern in Anspruch nehmen muss. Es gibt die Freibietungszwang, also dass man verpflichtet ist, wenn man durch einen Ort kommt, für eine bestimmte Zahl an Tage seine Waren auf dem örtlichen Markt anzubieten und so weiter. Dann gibt es auch noch die Sonderform Stapelmärkte für ausländische Kaufleute, die sich ihren ausländischen Handel in einem bestimmten Ort konzentrieren, wie zum Beispiel der hansische Stapel in Brügge. Und obwohl das irgendwie als Gegensatz zu diesen Jahrmarken in Funktion gesehen wird, gibt es auch eine Überschneidung, dass es beide Institutionen seien, die den Handel in einem Ort konzentrieren, was natürlich aus Sicht der Transaktionskosten auch sehr wichtig ist. Zollstellen letztendlich werden nicht zuletzt von Zeitgenossen auch oft negativ gesehen, weil sie eine Steigerung der Transportkosten verursachen. Und die Theorie, also je mehr Zölle man hat, desto teurer wird das Waren über einen langen Weg zu transportieren. Und deswegen wird das als Hemmnis gesehen. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass die Zölle in dieser Zeit, also Spätmittelalter, frühe Neuzeit, keine Straf- und Schutzzölle im modernen Sinne waren, die irgendwie dazu dienen, die bestimmte Wirtschaftsgebiete abzugrenzen und zu schützen, sondern es handelt sich hier hauptsächlich um Transitzölle, also Landesherren, die versuchen tatsächlich Einkommen aus dem Verkehr zu generieren. Und deswegen setzen diese Zölle auch natürlich an bestimmten Verkehr voraus. Das gilt vor allem natürlich auch für die Zölle, die primär dazu dienten, um den Bau und die Unterhaltung der Infrastruktur zu finanzieren, wie zum Beispiel Pflaster- und Brückenzölle. Also da geht es auch irgendwie mit einer Verbesserung oder jedenfalls in Theorie mit einer Verbesserung der Infrastruktur einher. Zudem muss man beachten, dass in sehr vielen Fällen diese drei Elemente in Zusammenhang auftreten. Also man kann die wirklich nicht unbedingt auseinandernehmen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Leipzig, also im Laufe des 15. Jahrhunderts entwickeln die Jahrmärkte sich dort zu ganz bedeutenden internationalen Messen. Das wird dann um 1500 auch mit einem Stapel ausgebaut, um zum Schutz und zur Förderung dieser Messen, zum Beispiel eine sogenannte Bannmeile von 15 Meilen um die Stadt, worin wirtschaftliche Aktivität außerhalb diesen Messen sehr eingeschränkt war. Und das Ganze wurde auch mit dem Geleit- und Zollsystem während Markttage versehen. Leipzig ist aber auch ein Beispiel von diesen großen Messen, wo wir auch nicht unbedingt im wir Bundesprojekt die Fokus drauflegen wollen, weil es halt daneben noch ganz viele andere Märkte und Zollstellen und Stapelmärkte gab, die in regionalem Sinne auch bedeutet waren. Bevor ich zur Analyse komme, erstmal kurz was über die Daten, die wir verwenden. Also für Bundus, wie gesagt, ist ein Datensatz und Online-Karte der Fernstraßen in Nordeuropa zwischen 1350 und 1650. Sie sehen hier einen Screenshot von der Web-Applikation. Die ganzen Daten sind auch als zu downloaden als CSV und JSON. Und das Ganze ist als Netzwerkmodell strukturiert, also Knoten, die mit Kanten verbunden sind, das kennen Sie alle.
Grundlage, die grundlegende Quelle, also der Ansatz des Projektes war eine Digitalisierung des Atlas der hansischen Handelsstraßen aus 1962 von Bund und Ricerca, die ein ganz großes Gebiet abgedeckt haben und auch ganz viele Informationen über Wegeverläufe und eben solche Sachen wie Zollstellen und Stapelmärkte geben. Wir wollten aber darüber hinaus gehen, damit auch der Datensatz für andere, also für nicht-hansische Studien verfügbar ist, und haben dann nach der ersten Digitalisierung angefangen, diese Daten zu ergänzen und zu erweitern. Das machen wir nach, also Region für Region sozusagen, nach vier Richtlinien. Erstmals eine möglichst detaillierte Kartierung der Wege. Zweitens die Aufnahme der schiffbaren Wasserwege im Inland, weil es natürlich zu den Landstraßen eine sehr wichtige alternative Transportmodus darstellt. Die Aufnahme aller Städte, also nicht nur Hansestädte im Bearbeitungsraum. Und die Aufnahme zusätzlicher Attribute, die für Reisenden wichtig waren. Und da können Sie hier rechts sehen, welche das sind in unserer Datenbank. Die Quellen übrigens für diese zusätzlichen Attributen kommen hauptsächlich aus der Sekundarliteratur, also Primärquellen haben wir ab und zu gesichtet, wenn es keine andere Informationen dazu gab, aber das meiste ist aus irgendwie aus der Literatur entstanden. Wir haben uns natürlich am Anfang schnell realisiert, dass das eine grundsätzliche Bearbeitung dieses ganzen Gebietes und man sieht es hier, es reicht von Flandern bis nach Moskau, dass das im ersten Schritt unmöglich war oder nicht so sehr unmöglich war, aber sehr lange dauern würde. Und deswegen haben wir uns für eine Veröffentlichung als Living Dataset entschieden, wo halt der unfertige Datensatz schon veröffentlicht wird. Allerdings muss man da bei der Benutzung dann ziemlich genau beobachten, also wie der Stand in welchem Gebiet ist. Und dafür haben wir hier diese Karte entwickelt. Also grün, das sind die Gebiete, wo die gemäß den Richtlinien vollständig bearbeitet worden sind. Das sind halt Niedersachsen und Mitteldeutschland. Dafür sind die, also kann man jedenfalls davon ausgehen, dass vielleicht 90-95% aller dieser Attribute erfasst wurden. Es kann natürlich immer sein, dass wir was verpasst haben, aber es kann dann auch nach und nach in weiteren Versionen ergänzt werden. Zu Dänemark und Niederlande gibt es schon viele Daten, da sind aber noch die, da wird noch dran gearbeitet und der Rest hoffentlich irgendwann in der Zukunft. Genau, um zum Analyseteil zu kommen. Also wir machen hier keine mega komplizierte Berechnung, aber wir wollten jetzt erstmal gucken, diese Sachen zu visualisieren und daraus schon bestimmte Erkenntnisgewinne zu gelangen. Natürlich, weil wir die ganzen Daten auch zeitlich kodiert haben, ist es zum Beispiel möglich, auch zeitliche Entwicklungen zu sehen. Hier zum Beispiel die alle Orte mit Stapelrechten in drei Abschnitten unseres Zeitraums, also am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und das Ganze mit digitalisiert, damit man auch bestimmte Cluster erkennen kann. Wichtig ist hier natürlich auch, dass das fertige Gebiet sozusagen dargestellt ist, damit man sehen kann, wo die Daten vollständig sind und nicht. Im Fall von Stapelmärkten sind die auch außerhalb des fertigen Gebietes ziemlich gut, weil wir halt die Arbeit von Gönwein alle Informationen daraus genommen haben, der schon sehr umfassend für ein großes Gebiet die Stapelmärkte kartiert hat. Man kann hier zum Beispiel sehen, bestimmte Cluster, also in den Niederlanden zum Beispiel an der Küste gibt es viele Stapel um Hamburg, Lübeck, also die hansische Achse sozusagen,
entwickelt sich ein Stapelsystem und auch hier nach 1500 um Leipzig, wo auch sich wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem Aufstieg der Leipziger Messen als internationale Handelsforum ein Kloster herausbildet. Für die Jahrmärkte kann man was Ähnliches machen natürlich, aber weil wir auch Daten zu dem Dauer der einzelnen Jahrmärkte erhoben haben, kann man da auch diese Dauer mitnehmen. Also zum Beispiel diese schwarze Kreise entsprechen der Gesamtdauer der Markttage in einem einzelnen Ort in einem Jahr. Zudem haben wir die Märkte in drei unterschiedlichen Kategorien eingeteilt, also die überregionalen Märkte, die regionalen Märkte und die lokalen Märkte. Und man sieht da, also es wird gibt ein ziemlich kompliziertes Bild, aber man kann schon einige Sachen erkennen. Erstmal noch wieder dieses Cluster um Hamburg-Lübeck. Natürlich, also sonst gibt es hier, auch wenn die Daten noch immer voll unvollständig sind, in den Niederlanden eine sehr große Dichte und auch sehr viele Markttage. Das ist ziemlich auffällig, obwohl nicht unbedingt unerwartet. Und man sieht hier im fertigen Gebiet halt so ein Band der Jahrmärkte, der sich von Leipzig über Südniedersachsen bis in die Niederlande bewegt. Das ist halt die Frage, also haben wir hier jetzt ein Gebiet erfasst, wo es ganz viel wirtschaftliche Aktivität gibt, oder haben wir hier nur den Rand erfasst von diesem quasi von diesem berühmten Blue Banana, also diese Region mit einer höheren Urbanität. Aber da ist halt die Sache, dass ja uns die Daten für Westfalen und im Rheinland größtenteils noch fehlen und auch für Flandern natürlich, wo es ganz viele Jahrmärkte gab. Also das muss man da berücksichtigen. Was man auch sehen kann, ist aber die große Zahl an diesen ganz kleinen Jahrmärkten, also Orten mit Jahrmärkten. Für viele wissen wir auch gar nicht so, an welchem Tag und wie lange die stattfanden. Also da gibt es einen Kreisraum, aber man sieht jedenfalls zwischen den großen Zentren auch ganz viele noch dieser kleinen Jahrmärkte, die natürlich für den regionalen Handel sehr wichtig waren, auch aus Sicht zum Beispiel der Landwirtschaft, ne, für die Verteilung von Getreide und so. Genau, da kann man das noch im Zusammenhang betrachten. Dann wird es noch ein bisschen komplizierter. Aber was ich hier jedenfalls sehr auffällig finde, ist, dass eigentlich fast alle Orte mit Stapelrecht in dem fertigen Gebiet auch Jahrmärkte und auch Zölle haben. Also das geht eigentlich immer miteinander einher. Auffällig sind hier, finde ich, solche Regionen wie hier zwischen Braunschweig und Kassel, also Südniedersachsen, wo es halt ganz viele Jahrmärkte und Zölle gibt, aber eigentlich keine Stapel. Also irgendwie war da eigentlich, vielleicht war das irgendwie so ein Zwischengebiet war zwischen ganz großen Wirtschaftszentren, dass da trotzdem viel Verkehr lang gekommen ist. Aber irgendwie, dass da nicht so die Bedeutung oder die Notwendigkeit an eine Stapel war. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen herumprobiert, was wir jetzt mit diesen Methoden der Netzwerkanalyse machen können, weil das Ganze natürlich als Netzwerk strukturiert ist. Da sind wir sehr schnell auf die Berechnung der Betweenness-Centrality gekommen, als irgendwie Maß für die Bedeutung eines Knotens im Netzwerk. Da muss man natürlich schon beachten, dass irgendwie Knoten am Rande des Netzwerks von uns erfasst natürlich eine niedrige Centrality bekommen, die nicht unbedingt irgendwie die Rolle darstellt. Aber jedenfalls, ich hab das jetzt nicht dargestellt. Wir haben das für die Jahrmärkte und Stapelmärkte gemacht. Das ist sehr auffällig,
Da sind die meisten, haben eine sehr hohe Zentralität, was natürlich auch zu erwarten wäre, wegen ihrer Lage im Wegenetz und so weiter. Wenn man sich aber die Zölle anguckt, wo eigentlich immer gesagt wird, das sind, die liegen an der Straße, da wird vom Verkehr profitiert, die müssen dann auch erwartungsgemäß sehr zentral sein. Das ist aber gar nicht so der Fall. Also klar gibt es hier ganz viele mit einer hohen Zentralität, aber es gibt auch keine ganz viele Zollstellen, die halt eine sehr niedrige Zentralität haben. Da ist die Frage, woher kommt das? Es kann natürlich sein, dass das zum Beispiel die Zollstellen sind, die sogenannte Sekundärzollstellen sind, die eingerichtet wurden, weil Kaufleute den Hauptzoll umgangen, um da auch irgendwie diese Leute abzufangen. Eine andere Überlegung wäre, weil wir haben jetzt diese Zentralität natürlich nur mit dem kürzesten Weg berechnet. Ob man da noch weitere Parameter da hinzunehmen sollte, weil es halt die Frage ist, ob das jetzt wirklich die Strecken abbildet, die auch von den Kaufleuten genommen wurden im Fernhandel. Da müsste man auch eigentlich wieder zu den Quellen zurückgehen, zu den Quellen, die wir haben, über wirklich gemachte Handelsreisen und das damit abgleichen, ob das jetzt wirklich die kürzesten Wege sind. Genau. Also ein ziemlich vorläufiges Fazit. Also man sieht ein sehr komplexes Zusammenspiel von Jahr- und Stapelmärkten und Zollstellen. Aber um das irgendwie richtig richtig weiter analysieren zu können, sind auch vor allem mehr Daten gewünscht. Also wie vorher Rheinland und Flandern wäre jedenfalls sehr nett. Und da das gut, weil das jetzt so eine leere Stelle in unserem Datensatz ist. Und schließlich ist auch für vor allem für die Hafenstädte, wenn man irgendwie mit Zentralität arbeiten möchte, auch die Seerouten natürlich sehr wichtig, weil das einen sehr großen Teil ihres Einzugsgebietes darstellt und auch das sehr wichtig ist. Genau. Ich danke Ihnen für das Zuhören.